Hallo meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier aus der Meisterschaftssaison. Heute sind wir im achten Lauf der Formel 1 Karriere sozusagen, nämlich heute sind wir in Spielberg in Österreich. Und ja, diese Strecke ist auf jeden Fall relativ neu im Formel 1 Kalender, also was heißt neu? Sie wurde früher schon mal gefahren bzw. befahren, aber ist jetzt seit 2014 oder 2013, weiß ich jetzt gerade gar nicht, ich meine 2014 wieder im Formel 1 Kalender dabei. Und ja, ist auf jeden Fall eine richtig coole Strecke, definitiv eine Bereicherung für das Streckenfeld der Formel 1, wie ich das jetzt auch immer nennen soll. Die Streckencharakteristik ist so ausgelegt, dass man relativ wenig Flügel fahren sollte, denn es überwiegen hier doch deutlich die langen Geraden, wie man hier gerade sieht auf meiner Qualifying-Runde. Der erste Sektor sehr geradenlastig, genauso wie der zweite Sektor. Und hier im dritten Sektor, da verliert man dann aber immer ein bisschen Zeit, wenn man wenig Flügel fährt, wie man jetzt hier auch gesehen hat, ein bisschen zu weit rausgekommen. Aber es kann hier gut und gerne mal passieren, weil wie gesagt, ich habe hier und heute auch wieder ein Setup mit sehr wenig Flügel angewandt, denn letztendlich rentiert es sich doch auf den langen oder beziehungsweise auf den längeren Geraden, da einen Geschwindigkeitsüberschuss zu haben. Aber jetzt momentan sieht es hier ganz gut aus, es war bisher eine relativ saubere Runde und wir haben die Konkurrenz jetzt hier gerade in diesem Augenblick wirklich deklassiert. Das muss man einfach so sagen, denn über eine Sekunde Vorsprung vor Lewis Hamilton, das ist schon vielleicht sogar das beste Ergebnis dieser Saison in dieser Karriere. Ich weiß es gerade gar nicht, auf jeden Fall kann sich das Ergebnis sehen lassen und ich denke, jetzt gleich im Rennen kann einiges gehen. Schauen wir uns hier mal die Startaufstellung an. Wir haben Felipe Massa neben Valtteri Bottas, Sebastian Vettel neben Nico Rosberg und Lewis Hamilton neben uns hier in der allerersten Reihe. Und ja, das wird auf jeden Fall ein richtig spannendes Rennen jetzt hier beim großen Preis von Österreich. Hier kann man relativ gut überholen, es ist sehr schwierig sich hier abzusetzen, denn es sind hier lange Geraden, man kann vom Windschatten profitieren. Aber jetzt geht's erstmal los, großer Preis von Österreich, ab geht die Post. Und wir kommen da wieder mittelmäßig weg. Also der Start, der war eigentlich ganz okay, aber man muss sich jetzt erstmal damit abfinden, dass der Lewis Hamilton uns da jetzt direkt kassiert hat. Und habt ihr das gesehen? Habt ihr das jetzt hier gerade gesehen? Ich weiß nicht, ob ihr es gerade mitbekommen habt, aber jetzt schauen wir uns das hier nochmal in der Startwiederholung an. Ich lenke da in die Kurve rein. Der Nico Rosberg bleibt da hinten rechts an meinem Reifen hängen und dreht sich da. Schauen wir uns das hier nochmal aus der Wiederholung an. Er fährt da innen, möchte auch zum Überholmanöver ansetzen. Aber ja, also, das ist wirklich eine sehr kuriose Geschichte. Schauen wir uns das hier nochmal aus der Heckflügelkamera an. Also, ich bin da eigentlich ganz normal in die Kurve gefahren, wie ich das jetzt so bewerten würde. Der Nico Rosberg ist da doch ein bisschen, ja, bisschen optimistisch in die Kurve gegangen. Ich habe da eigentlich nur meine Linie verteidigt. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Schaut euch die Szene nochmal ruhig in Ruhe an. Wenn ihr da ein Vergehen von mir seht, dann werde ich das auf jeden Fall als solches auch zur Kenntnis nehmen. Und vielleicht werde ich dann im nächsten Video mal ja, ein paar Positionen weiter hinten starten, so als künstliche Strafe sozusagen. Aber wenn ihr das auch so seht, dass ich da eigentlich nicht so viel Schuld habe, wie ich das eigentlich auch selbst sehe, dann sagt das auch ruhig mal, denn es ist wirklich eine sehr schwierige Situation. Ja, die jetzt natürlich auch dazu geführt hat, dass wir jetzt hier hinter Lewis Hamilton auf Position 2 sind und Sebastian Vettel dann doch schon einen relativ großen Abstand nach hinten hat. Denn wie gesagt, die Mercedes-Bots sind hier doch immer noch mit Abstand die schnellsten. Und ja, das bedeutet, dass es jetzt hier danach aussieht, als ob es jetzt hier ein Zweikampf zwischen Lewis Hamilton und uns wird. Aber ich kann euch versprechen, Leute, im späteren Verlauf des Rennens wird hier noch so die Hölle los sein. Also wirklich, das ist unfassbar. Das war wirklich mit eines der aufregendsten Rennen, die ich hier bisher in der Karriere gefahren bin. Das muss ich einfach so sagen. Wie wir sehen können hier in Runde 3, kann der Lewis Hamilton sich eigentlich nicht wirklich von uns absetzen. Wie ich eben schon gesagt habe, ist es hier wirklich relativ schwierig, nach vorne zu kommen, ohne den Hintermann da mitzuziehen. Weil man hier doch relativ langen Geraden hat. Und immer wenn man hier im DRS ist und im Windschatten, dann kommt man doch immer relativ gut ran an den Vordermann. Dass der Vettel hinter uns ist mit dem großen Abstand, ist natürlich die Folge des frühen Crashs von Nico Rosberg, der da erstmal das halbe Feld so eingebremst hat, weil er da quer auf der Strecke stand. Aber ja, das sind einfach Rennunfälle, das sind Sachen, die können auf jeden Fall passieren. Und ich denke, das ist doch auch mal eine relativ spannende Geschichte,
Wir konnten hier fast am Anfang der vierten Runde den Lewis Hamilton überholen. Aber jetzt hier auf der ersten langen Geraden im ersten Sektor können wir uns innen an Lewis Hamilton vorbeiquetschen. Und da sind wir ein bisschen zu weit nach außen gekommen, aber das hat für das Überholmanöver gereicht. Und ja, jetzt sind wir wieder hier in Führung. Da wo wir auch gestartet sind. Und ja, das ein bisschen zu weit rausgekommen, das kann mal passieren. Aber da haben wir uns jetzt nicht wirklich einen riesigen Vorteil von verschafft, sonst hätte ich den Lewis Hamilton da natürlich wieder vorbeigelassen. Ich denke, das ist in Ordnung, denn es ist hier noch gar nichts gegessen. Wir sind jetzt hier zwar quasi am Führen, aber Lewis Hamilton noch auf der 2, Sebastian Vettel auf der 3. Da wird in diesem Rennen wahrscheinlich noch allerhand passieren. Ja, und während wir auf der Strecke sind, wird euch wahrscheinlich aufgefallen sein, dass das letzte Rennen doch schon eine längere Zeit zurückliegt, dass ich da kein neues gebracht habe. Ich muss ehrlich sagen, ich bin momentan sogar ein bisschen demotiviert, denn ich bekomme einfach nicht so viel Feedback, sag ich mal. Ich bekomme nicht genug Feedback. Wenig Kommentare, wenig Likes. Die Like-Zahl ist auf jeden Fall richtig zurückgegangen und ich hatte jetzt beim letzten Video auch mit Abstand am wenigsten Likes von allen Videos und da habe ich mir gedacht, da frage ich mich natürlich, ja, wie kann das sein? Woran liegt das halt? Und da weiß man natürlich nicht, was man irgendwie groß falsch macht oder was man ändern soll und so. Und deswegen kann ich euch nur sagen, wenn euch diese Videos hier gefallen, falls ihr Videos schaut und falls sie euch gefallen, dann lasst auf jeden Fall auch ein Like da, denn damit gebt ihr mir auf jeden Fall ein Feedback, ob ich so weitermachen soll, wie ich das mache. Und falls euch irgendwas nicht gefällt, dann schreibt das auch ruhig mal in die Kommentare und gebt mir auf jeden Fall ein Feedback darüber, was ich verbessern soll oder was ich unter Umständen ändern soll. Denn ja, wenn ich einfach weniger Likes krieg und keine Rückmeldung bekomme, dann weiß ich auch nicht, was ich ändern soll, sag ich mal. Und das finde ich dann einfach schade. Ich hoffe auf jeden Fall, dass sich das in Zukunft vielleicht ein bisschen ändern wird. Wie gesagt, falls euch die Videos gefallen, lasst auf jeden Fall ein Feedback da und lasst ein Like da. Vielleicht bekomme ich dann wieder auch ein bisschen mehr Motivation und ja, ich hoffe, ihr unterstützt mich weiterhin und ja. Kommen wir jetzt aber mal wieder zurück zum Rennen. Wie ihr gerade gesehen habt, sind wir an die Box gegangen, denn der Lewis Hamilton hat uns an der einen Stelle überholt, weil die Reifen da schon ordentlich abgebaut haben und wir hier an dieser Stelle quer gestanden haben. Und jetzt sind wir natürlich auf Position 11 zurückgereicht worden, müssen uns jetzt hier durch das Mittelfeld durchkämpfen, aber die fahren jetzt allesamt zusammen an die Box und weil die da auf der Ideallinie gefahren sind, wurde ich da mit den neuen, noch nicht so auf Temperatur gebrachten harten Reifen erstmal fett nach außen getragen. Und hab da ordentlich extended, sag ich mal, aber das hat jetzt auch nicht, das ist jetzt auch kein Weltuntergang, das kann mal passieren. Spannend wird es jetzt, denn der Lewis Hamilton ist natürlich eine Runde später auch an die Box gegangen und wir haben es in der Tat geschafft, wir sind vor Lewis Hamilton geblieben und sind jetzt gerade wieder auf Position 1, denn der Sebastian Vettel ist jetzt auch an die Box gegangen. Und ja, wie ihr sehen könnt, wie ihr schon im Verlauf des Rennens gesehen habt, haben wir jetzt hier rechts an der Seite diese Temperaturanzeige, die ist neu, die wurde neu gepatcht, neu gefixt. Die gab es am Anfang nicht, die gab es für die PS4 und den PC schon viel früher. Aber jetzt seit, weiß ich nicht, circa 2 Wochen ist es auch für die Xbox One präsent, beziehungsweise verfügbar. Und ist auf jeden Fall eine richtig coole Sache, denn da sieht man auf jeden Fall, wenn man in eine Kurve fährt, da sieht man die Temperaturschwankungen, wie sich zum Beispiel bei einer Rechtskurve der linke Vorderreifen erhitzt und wie er dann auf der Geraden wieder abkühlt. Das ist eine sehr schöne Geschichte. Hilft natürlich auch ungemein, denn man sieht jetzt auch mal die Schadensanzeige, wie jetzt gerade in diesem Augenblick. Die Reifen sind jetzt schon wieder gelb, vorne sogar gehen sie schon fast ins Orange. Wir sind in der 14. von 18 Runden und ja, wie gesagt, ich bin hier eine Runde vor planmäßigem Box in die eine Runde vor planmäßigem Boxenstopp in die Box gegangen. Und ja, hier in Runde 17 sind sie schon dunkelorange. Und das, weil ich ja eine Runde vorher reingegangen bin, bedeutet das nichts anderes, als dass wir eine Runde länger fahren müssen, wie gedacht. Und die Reifen sind jetzt schon wirklich relativ krass am Ende. Ich bin hier wirklich am Kämpfen ohne Ende. Und der Lewis Hamilton ist in der letzten Zeit wirklich richtig gut rangekommen. Und wir stehen hier quer am Ausgang dieser Haarnadelkurve. Und jetzt kann der Lewis Hamilton sich da im Windschatten mit dem DRS ransaugen. Und er wird jetzt gnadenlos da reinstechen. Wir versuchen alles, um auf der Ideallinie zu bleiben. Aber Lewis Hamilton quetscht sich da eiskalt vorbei. Und ich mutmaße mal, dass es das jetzt wohl gewesen ist.
Denn wir werden den Hamilton hier, glaube ich, mit den abgenudelten Reifen... Oh, wie man da quer steht, das ist unfassbar. Wir werden den Hamilton jetzt hier nicht mehr mit unseren abgenudelten Reifen einholen können. Schaut euch mal den Abstand an, den er jetzt hier in wenigen Kurven da schon rausgefahren hat. Das ist wirklich nicht mehr feierlich. Spannend wird jetzt zu sehen sein, wie sich das jetzt hier in der allerletzten Runde entwickelt. Denn der Vettel ist nicht allzu weit weg. Wenn die Reifen jetzt wirklich total in den Keller gehen, dann wird das auch nicht mehr für den zweiten Platz reichen. Aber den Hamilton, der ist jetzt schon knapp 2 Sekunden weg. Und jetzt schaut euch mal die Schadensanzeige an. Wir haben hinten rechts schon rot, fast rot. Und vorne rechts orange. Und jetzt fahren wir hier durch den letzten Sektor. Und schaut euch mal an, was da passiert. Da kriegen wir einen Flatspot vorne rechts. Von nichts. Wirklich, von nichts. Schauen wir uns das nochmal hier in der Wiederholung an. Ich fahre da ganz normal in die Kurve. Ein bisschen über den Rasen gekommen, aber das kann ja mal passieren. Und dann auf einmal kommt der Flatspot, der Reifen platzt einfach. Ey, als ich das erlebt habe, da habe ich gedacht, krass. Aber das ist, da sieht man es nochmal in der Zeitlupe. Bam! Ja, da geht die Luft so hart von raus und es sind nur noch ein paar Runden zu paar Kurven jetzt hier zu fahren. Aber wir haben jetzt gar keinen Speed mehr. Ihr seht auf der Temperaturanzeige, die Reifen sind absolut kalt. Lewis Hamilton fährt über die Linie, hat den großen Preis von Österreich gewonnen. Wir sind jetzt hier aber in der allerletzten Kurve, können jetzt hier gar nicht mehr lenken, haben keinen Speed, keine Beschleunigung. Und die kommen alle angeschossen und der Meri fährt uns da noch rein. Kurz vor der Start- und Ziellinie, aber das hätte auch nichts mehr gebracht, denn der Sebastian Vettel hat uns noch einen Millimeter, so gefühlt einen Millimeter, vor der Start- und Ziellinie kassiert. Ach du meine Güte, das bedeutet, dass wir jetzt nur in Anführungszeichen auf Platz 3 sind. Auf jeden Fall noch Schadensbegrenzung für diesen sehr überraschenden Flatspot, den wir uns da in der allerletzten Runde eingefangen haben. Unglaublich, dass sowas wirklich möglich ist. Ich habe, also in der Vergangenheit gab es sowas nie. Da hat man sich nie in Platten geholt, wenn man nicht irgendwo angetitscht ist oder so. Hier scheint das doch wirklich möglich zu sein, aufgrund von abgenutzten Reifen. Eigentlich eine richtig coole Sache. Das bringt auf jeden Fall mehr Spannung in die ganze Geschichte, weil man einfach nicht weiß, wann so etwas passieren kann. Und ich denke, dass man auch in Zukunft mehr darauf achten muss, wie man die Reifen abnutzt und was man berührt und was nicht. Denn Flatspots sind hier auf jeden Fall möglich. Das hat dieses Rennen hier gezeigt. Und ja, ich würde sagen, falls euch das Video gefallen haben sollte, würde ich mich über Likes freuen, wie ich auch schon im Video gesagt habe. Lasst auf jeden Fall ein Feedback da. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Rennen. Macht's gut und ciao!